Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal ein Rundchen Jump League auf dem MC Pumplemity.com Server und es geht jetzt los. Und es gab ein kleines Update und wir werden gleich eine neue Deathmatch Arena spielen. Ich glaube, es gibt 4 neue Deathmatch Arenen. Ich weiß es gerade nicht. Oder 5? Ich glaube 4. Und es gibt 15 neue Parts. Mal gucken, ob wir davon hier auch einen sehen werden. Ich hoffe es. Und inzwischen gibt es ja einige Parts, wo die Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr so groß ist, dass neue Parts drankommen. Also instant. So. Wie man vielleicht gerade eben schon gesehen hat. Und wie man hier nochmal sieht. Haben wir das Modul nicht gerade? Oder habe ich mir das eingebildet? Hä? Das hatten wir gerade schon. Oder? Bin ich jetzt vollkommen behindert? Nein, das hatten wir gerade, ne? Ja. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es geht, dass zwei Parts drankommen können. Das Modul hier kenne ich nicht. Das ist eins der neuen. Obwohl es mich gerade echt verwundert, dass ich zwei Parts, wirklich zweimal die gleichen Parts, in einer Runde drankommen können. Oder habe ich mich gerade echt so krass verguckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Muss ich ernsthaft? Muss ich nicht. Nee, was mache ich hier eigentlich? Hä? Warte mal. Ich muss hier drauf, oder? Oder bin ich gerade total behindert? Hier komme ich nicht drauf, oder? Doch, komme ich. Oh. Doch, ich muss hier so lang, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich war ein bisschen verwirrt, aber es scheint so zu funktionieren. Okay. Wir sind auch Erster. Rechts. Das ist mein Nickname. Was ist der in der Runde hier? Mal gucken. Zwei Vierer wieder hintereinander, schön wie immer. So, einen neuen Part haben wir schon gesehen. Aua. Gucken, der hier ist auch nicht allzu einfach, wie ich finde. Ah, und verkackt. Vor allem fangen die Hard-Module hier einfach schon bei 50% dann, das ist schon echt krass, das muss man sagen. Hä? Achso, ich muss von hier aus springen. Nee, schwer verkackt. Ich springe jetzt wieder Team Jump League. Wollte ich nur mal dazu sagen. Dass hier sind 12 Leute drin. Von denen bestimmt einige schon Team werden. Was das? Ach, komm, nehmen wir den einzelnen Achtschaftsverfahren auch mit. Ah, den Sprung haben wir wieder nicht geschafft, aber das ist nicht so schlimm. Wir können hier rauf und dann hier rauf und dann darauf. Da muss ich nur gleich aufpassen. Eine Sache, die ich immer wieder richtig gern falsch mache bei diesem Part, ist das Ding zu ignorieren, weil man dann volle Kanne dagegen stößt, wenn man das ignoriert. So, so und so. Okay, sehr gut. Damit haben wir unsere volle Iron-Rüstung komplett. Fast zumindest, bis auf die Schuhe. Aber ich will jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir das hier noch schaffen. Kann ich? Doch, kann ich, ne? Ja, genau. So kann ich machen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, finde ich. Den Sprung schaffen wir auch so. Und dann ist hier eine Leiter. Genau. Noch ein Eisenbrustpanzer. Davon haben wir jetzt echt genug gesehen. Nein! Ah, verdammt! Ich habe erst überlegt, ob ich den mit Zwischensprung mache. Ich habe es dann doch gelassen. Was ein Fehler war, wie man gerade sieht. Das mache ich nämlich auch immer gerne, auch bei solchen Sprüngen inzwischen. Selbst wenn es keine Kiste wäre, halt so hier. Okay, sehr schön. Ich finde den hier richtig schwer, den Part, muss ich sagen. Also ist einer der härteren Hardparts. Es gibt ja auch einen so einen richtig krass einfachen Hardpart. Den haben wir jetzt natürlich nicht dran, vor allem weil hier das Ende schon ist. Ja. Der Part hier ist auch ewig lang übrigens, deshalb das macht einige Prozente aus. Es gibt so einen so einen richtig easy Hard Part, quasi. Ah, naja. So, los geht's. Angel noch nach hier. Ansonsten haben wir da schon den ersten Gegner. Was ich gerade noch sagen wollte, eigentlich, als mir aufgefallen ist, sollen wir schon mal. Die haben beide gutes Equip. Respawn will mich gleich angreifen. Erstmal, das ist eine neue Maps, ja. Wie gesagt, 4, 5 neue gibt's.
Das 2. Okay, down. Hä, als ob die auch Team. Das kannst du mir nicht erzählen. Ah, der wird mich jetzt killen, oder? Anderthalb. Seine Response. Er schießt. Und ich komme schon wieder nicht dazu, das zu sagen. Was ich sagen wollte, als mir aufgefallen ist, dass es zweimal der gleiche Part war, zumindest augenscheinlich. Ich muss es im Nachhinein nochmal nachgucken, weil sonst, weiß ich nicht, ich glaube mir das irgendwie selbst nicht, weil ich das noch nie vorher gesehen habe. Ah, ja, gut. Was haben wir hier noch drin? Enchanter. Komm, abstauben! Nein, er stoppt mich jetzt ab. Nein, komm. Oh, nochmal die kommen. Da muss ich weg. Ich schaff das sonst nicht. Da liegen 3 Kisten. Fuck it. Bin ich hängen geblieben, dadurch, dass er mich gehittet hat. Schade. Und ich hab schon wieder nicht gesagt, ne? Glasblöcke, hier. Glas allgemein ist bei mir jetzt, viel krass. Oh, der hat halt aber auch so. Viel krass kontrastreicher. Was die Blöcke viel leichter sichtbar macht. Habe ich jetzt hier im Texture-Pack drin von der guten Jenny gemacht. AKA Nekoshi, oh Gott. Hä? Ja, ganz ehrlich. Also die, nein, die machen keinen 3. Die machen nicht im Ernst 3-Team. Nein, machen die gar nicht. Ich hätte gern einen Kill. Nein, jetzt kommt er an wieder. Ja, klar geht er auf mich. Ach, komm. Ah, ich will den Kill haben. Ah. Trifft nicht. Ah, jetzt muss ich erstmal regen, die Herzen. Ja, wie gesagt, Glas kontrastreicher, weil wegen Jump'n'Run hauptsächlich, nicht wegen Schönheit wegen, weil sonst finde ich das normale Glas eigentlich besser. Aber so, wenn man DNA spielt auf Timoya zum Beispiel oder weiß ich nicht, auch Get Down, ist mir das so oft passiert, dass ich halt einfach diese Glasblöcke nicht gesehen habe. Und er angelt auch die ganze Zeit, also das finde ich echt super. Ja, wird mich wieder töten. Wahrscheinlich zumindest. Jetzt schießt er. Verfehlt. Schießt nochmal. Verfehlt nichts diesmal. Okay. So, jetzt bin ich ja wieder voll. Und das heißt, dass ich ihn killen werde. Hoffentlich. Okay, es lebt noch einer. Jetzt bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich gewinnen werde. Also wie kann ich mir da sicher sein? Ich kann mir nie sicher sein. Er ist relativ gut auf jeden Fall. Das heißt, wir werden mal gucken, was er so macht. Sinnvoll ist es ja auch nicht mehr drin irgendwie. Habe ich noch Pfeile? Einen Pfeil haben wir noch. Das volle kann er daneben. Er angelt wie ein Weltmeister. Ich werde ihn natürlich trotzdem kriegen. Allein schon wegen dem Rüstungsvorteil. GG! Jetzt haben wir es mal gestorben. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Sieht man hier auch mal schön. Grün ist sehr viel grüner. Ja, das werde ich erstmal mit meinem Texture Pack so beibehalten. Beziehungsweise Resource Pack. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, Faithful oder auch im Default, falls ihr eins davon spielt, dass es halt bei Jump'n'Runs teilweise echt hart ist, die Blöcke zu sehen, wenn der Glas halt dabei ist. Ja, das hat was geändert. Gut. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nochmal an, ob das wirklich zweimal die gleiche Map da am Anfang war. Oder ob ihr mich jetzt für einen absoluten Vollidioten haltet. Ich kann es gerade echt nicht mehr, also ich weiß nicht. Ich vergesse die Parts immer so schnell, die dran waren. Auch im normalen Jump League. Aber na gut, dann würde ich sagen, das war's einfach mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.